Arbeitsplätze sind hier eng von den Förderassoziationen von dem Kreis, EPI, das hilft Eltern auf der Schulen für Integration. Genug gesehen, dass EIS hält, ob wir noch aktiv sind, schaut das, und wir haben die Betätigungsfelder, mit das tatsächlich schauen. Und dafür sprechen wir dann nur über ein Thema, das auch am Aktionsplan ist, nämlich Kapitel 4, Schule und Erziehung. Wie das Sascha schon gesagt hat, waren noch Leute von Eltern der pädagogischen Integration an dem Arbeitsgruppe 4 aktiv. Und zusammenartig mit dem Ministerium, das Ministerium der Education Nationale, das nicht ganz gut verläuft. Mit Europa will ich nur nicht weiter angehen. Ich will drei Kritikpunkte genau besprechen, den Aktionsplan betreffen. Ich will aber auch mal sagen, dass die Arbeitsgruppe Fänger, die sich jetzt auch mal schauen kann, Erzählung befassen, ein anderer verweigert herausgegeben wird oder ausgeschafft wird, den nicht dem, an wesentlichen Punkten nicht dem entspricht, den mit dem Ministerium der Education Nationale zurückbehalten wird, an dem dann auch festgehalten, an dem Dokument von der Regierung gebracht wird. Gut, kommen wir also nun zu dem Thema. Thüner-Konvention, die Rechte von behinderten Personen, die verpflichtet Vertragsstaaten, am Artikel 20, dass die allgemeine Schule zu einer inklusiven Schule wird, das heißt, zu einer Schule für alle Kinder. Für alle Kinder und Jugendliche, egal ob diese behindert sind oder nicht. Den Aktionsplan der Regierung, den erfüllt die High-Vorgabe, nehmen zu nehmen. Also an sich. Dort führt so eine Eingliederung von Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen an die allgemeinen Schulen vorgeschrieben gehen, promoviert gehen. Mehr für eins bestehen Zweifel darum, ob die Maßnahmen, die noch vorgesehen sind, zu einer wirklich inklusiven Schule feiert, so wie Konvention diese vorgesehen. An älteren pädagogischen Integration und nur drei Kritikpunkte vorzubringen. Das erste ist, dass vorgesehen ist, dass die Education differenziée auf eine parallele Struktur beibehalten wird. Ihr wisst schon, dass die Education differenziée immer sich Kinder mit Behinderungen kümmert, dass auch Centre d'éducation différenciée wird. Und ich will nur nicht weiter so auf die Details angehen. Mit den Aktionsplan der Regierung gesagt hier, dass auch in Zukunft die Education differenciée für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen zuständig bleibt. So wird also die Struktur, wie sie bisher noch gestartet wird, nämlich eine Struktur von 12 Bildungsinstanzen, die gezeigt werden. Und auch von der Regierung, den Aktionsplan von der Regierung gelobt, eine Zusammenarbeit zwischen der allgemeinen Schule und der Education Differenciée 4 gesagt, läuft aber nach grundsätzlich eine Doppelstruktur bestimmt. Nur der Auffassung von EPI ist aber für die allgemeine Schule, nicht möglich, dass sie zu einer inklusiven Schule für alle Kinder wird, wenn sie selber die Mission der Verantwortung für alle Kinder überhält, und zwar von der Garnis. Dass das ein Auftrag für sie ist, den nicht gesehen kann oder den auf einer Instanz kann aufgewählt. Wenn die allgemeine Schule Verantwortung für Bildung von Leuten mit Behinderung einer anderen Institution überlässt, nämlich der Education Differenciée,
die Person differenziert geheiratet zu werden zu dem allgemeinen Frauensystem, mit das trotzdem einen geteilten Status. Matthias Eichmann, Organisations- und Hierarchiestrukturen. Also, wenn die allgemeine Frau die Verantwortung denen überlässt, dann kann sie die Mission als inklusive Frau nicht überholen, nicht erfüllen. Das ist eine Meinung, und so haben wir hier eins von der Regierung an ihrem Aktionsplan. Das ist so, dass der Aktionsplan auf jeder Seite das Education differenziert, auch in Zukunft, für den Dingestage, den Diagnostik und Planung von der vom Lehrern, von der Schulung, von denen Kanada zuständig ist. Das soll an Zusammenarbeit mit der allgemeinen Schule, mit der normalen Schule machen, mit der Situation differenziert, die dort aber federführend ist, aus dem Grund, weil sie auch die nötige Kompetenz wird, für mit Kanada als Jugendliche mit Behinderungen umzugehen, adäquat. Es gibt also eine ganz grundsätzliche Differenz zwischen dem, was wir denken, und das übrigens auch damit verfeindlicht wird, an dem, was am Aktionsprogramm von der Regierung steht. Also, wir sehen Neige dafür, dass die Behinderten ganz an Responsabilität und Mission für die allgemeine Bevölkerung haben, die dann noch über die nötigen Ressourcen verfügen, für die Aufgabe zu erfüllen. Wir sind uns bewusst, dass die allgemeine Frau die Do-Aufgabe aber nicht kurzfristig überholt. Haben sie als Isolo zudem separiert, zudem auch nicht equipiert und zudem auch nicht kompetent. Es muss eine Übergangszeit geschaffen werden, wo die Kompetenzen, die Isolo von der Education differenziert, wahrgenommen gehen, dass die los an los für die allgemeine Schule überholt gehen, mit den Ressourcen, die an der Education differenziert sind, auch mit dem Personal und dem Hilfepersonal, Personal, dass die an von der allgemeinen Schule überholt werden. Wie lange den Entwicklungsprozess dauert, das können wir natürlich nicht so wie du, das wird wohl sich in Jahren handeln. Wir sind aber nicht dafür, dass die Education differenziert aufgeschafft wird. Die Education differenziert sollte kompetent zuständig bleiben für spezifische Behinderungen. Spezifische Behinderungen, für die die allgemeine Schule weder die nötige professionelle Kompetenzen hat, noch die nötige materielle Ressourcen. So denken wir beispielsweise an UMC, so denken wir an Hörlose, wo die Gebärdensprache natürlich muss auch von Spezialisten enseigniert werden, mit einem ja, auch Belangenheit, die beeinflusst müssen, alle so viel. Also das nicht, dass die Person differenziert in der Linie hat, müssen sie sich konzentrieren auf ganz spezifische Anfragen. Soweit zu dem ersten Punkt. Der zweite Punkt, der betrifft die sogenannte Plastikohabitation. Ich will das kurz erklären. An einer Reihe von Schulgebäuden im Land sind klassisch anerbräucht, die in der Education differenziert finden, an denen kann man mit Schwierigkeiten und mit Behinderung. Die Klasse sind an der, also implantiert an von Bayer, nee, sie stehen an der Responsabilität von der Education differenziert. So, das sonst bei Bayer von der Regierung gesagt, nur dass die so Kohabitationsklassen beibehalten gehen oder so gut nach Absatzschulen sollten zuhören. Wir wissen aber, dass die Klassenkohabitation schon an den Folgebeier implantiert sind, dass aber Unitäten sind, die von den anderen Klassenverbänden segregiert sind. Der Kontakt
was beschreibend, ob ganz weltliche Reaktionen, das sind allerdings für die Folge meiner Gruppe, aber es kann in der T-Fall von Inklusion ein bisschen falsch werden. Die Kategorisation widerspricht dem Geist von der UN-Konvention, die eben ein inklusiv Fremdsystem fordert. Familien an Integrationsministerin, die schreibt am Vorwort zum Aktionsplan Folgendes: Ein integratives System strebt die Eingliederung von Problemfällen an. Ein inklusives System hingegen grenzt gar nicht erst aus. So. So ein inklusives System, aber schauen wir, wird aber verhindert dadurch, dass Kohabitationsklassen weitergehen. Das wird Sinn zu, auch zu einer, ganz vielen Aspekten Segregations. Zu dem dritten Punkt, der ganz wichtig passt, der betrifft die Ausbildung von den Enseignanten, sowohl Grundausbildung wie auch Weiterbildung. Den Aktionsplan von der Regierung sagt hier, dass die Enseignanten Grundkenntnisse sollen wohl an Sonderpädagogik oder an Pädagogik spezial sein. Sowohl an der Grundausbildung wie auch an der Fortbildung. Wenn wir nur von einem inklusiven Unterricht sprechen, dass die Grundkenntnisse, also Sonderpädagogik, also Pädagogik Spezial, notwendig sind. Es geht nicht nur, für inklusiv schaffen zu können. Weil inklusiv unterrichtet und inklusiv schaffen, das hilft ja, dass schon nicht nur man Behindertenkinder sehen, nein, alle wollen die alle kennen. In einer inklusiven Folge sind alle Kinder präsent. Und dafür ist es unbedingt notwendig, für eine so eine heterogene Gruppe Kenntnisse über Inklusivpädagogik oder Inklusionspädagogik zu holen. Und das ist etwas, was es schon längst gibt. Das ist etwas, das ich auf jeden Fall schon weiß. Nein, das zeigt, dass der Lehrer, der Person, dass die Leute noch nicht so richtig gemacht haben. Es geht an einen inklusiven, an einer inklusiven Frau. Ja, nicht nur mit unserem Kanner oder Jugendlichen nach Behinderungen gerecht zu werden, mit allen Kannern, die wir tun. Es geht darum, gemeinsam und differenzierend Lernen zu organisieren, wobei alle Kanner und Jugendlichen auf seinem Entwicklungsstand, seinem individuellen Entwicklungsstand, sollten Lehrern an auch nur singen, Entwicklungspotenziale gefördert. Sonderpädagogik kann das nicht gewährleisten, weil sie als spezialisiert auf Kinder oder Jugendliche mit Behinderung nicht aber auch die komplexe Situation von Lehrern von allen. Und dafür fordert die Eis-Assoziation eine Ausbildung für Enseignanten an inklusiver Pädagogik, an das selbstverständlich, dass Sonderpädagogik ein Teil von der inklusiven Pädagogik ist, an dem hat dann also auch zu der Ausbildung gehört. Für Eis also nicht verständlich, privat, denn die Regierung oder mehr speziell die Education Nationale, den Begriff von inklusiver Pädagogik nicht verwendet. Den Mist, wann ich von einer inklusiven Schule spreche, dann müssen die auch unbedingt gebracht werden. Das meine ich, dass der Begriff noch nicht bei jedem gekommen ist. Ich weiß nicht, dass der jedenfalls bedauert ist. Wir bedauern nicht, dass der mit herauskommt. Du machst dann